Fangen wir erstmal kurz mit dem Dreamer-Video an. Also, vielen Dank für das Feedback. Das hat mich sehr gefreut. Es ist natürlich schon so, dass so Retalk-Videos natürlich rein von den Analytics-Stats nicht so krass performen wie manche andere. Aber das ist mir vollkommen egal. Gerade jetzt im Sommer ist sowieso Aufrufzahlen vollkommen Wumpe. So von, sagen wir mal, Juli bis September kannst du sowieso machen, was du willst. So, die Leute sind in den Ferien, im Urlaub, da wird eh nicht so viel geguckt. Und dann performt auch ein YouTube-Kanal immer nicht so gut. Deswegen ist da Anarchie. Ne? Da kann man machen, was man will. Ich war an dem Abend, ich habe es ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag hochgeladen. Ne? Und es war so, dass an dem Tag haben ja David und ich für das Fortnite-Turnier trainiert. Und der ganze Tag war irgendwie schon, I don't know, der war so ein bisschen komisch einfach. Ich bin irgendwie nicht ganz in die, so irgendwie in den Tag reingestartet, der ganze Tag. Ich bin, glaube ich, spät aufgestanden und kam nicht. Und dann kam ich irgendwie an dem Tag zunächst. Es war ganz weird. Auf jeden Fall haben wir dann abends diesen Stream gemacht und da hatten dann David und ich diese Downphase, wo wir gemerkt haben, dass Fortnite irgendwie jetzt nicht so der Knüller ist und vor allem wir konnten nicht gegen echte Menschen spielen, weil wir immer nur gegen Bots gerankt wurden. Und es war einfach ein Scheißtag. Na, wir waren dann nach dem Stream richtig fertig und haben gesagt, Alter, was für ein Gammeltag. Und dann habe ich zu David gesagt, Bro, ich gehe jetzt noch ins Gym, damit ich heute irgendwas Nices, Produktives noch hinbekomme. Das war der Plan. Und dann war ich da Samstag Nacht im Gym, ne, hab schön trainiert. Und während dem Gym, da rattert mein Kopf einfach, ne? Da rattert mein Kopf. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so irgendwie, by the way, Red Shadow, ich lese deine Donation gleich noch vor, keine Sorge. Ne, und dann habe ich da so überlegt und dachte mir so, ey, irgendwie, das ist, ich weiß gar nicht, wir haben im Stream, glaube ich, noch drüber gerantet. Oder ich habe drüber gerantet, dass mir in Raf Kamoras Album zu wenig Inhalt drin ist und dass allgemein irgendwie alles immer inhaltsloser und immer inhaltsleerer wird. Und dann dachte ich mir so, komm, fuck it. Jetzt, wenn du sagst, es soll wieder Inhalt geben, dann liefer jetzt Inhalt. Ne? Und dann war das dann nachts um 12. Und eigentlich wollte ich im Gym wollte ich dann dieses Video aufnehmen. Und dann kam kurz bevor ich mit dem Training fertig war, wirklich so kurz vor Mitternacht, und wo ich meine Kamera aufstellen wollte, um aufzunehmen, kam dann irgend so ein Dude rein. Ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht sein, dass hier kurz vor Mitternacht irgend so ein Dude reinkommt. Der sah auch richtig weird aus. Ne, ich will jetzt nicht seine Optik blamen. Sagen wir einfach, er sah weird aus, okay? Er sah unfassbar weird aus. Und er war so, yo, Dudes, ich trainiere jetzt hier. Ne, und ich wollte jetzt irgendwie nicht, während der da halt trainiert, da so ein Video aufnehmen, ne? Kannst ja nicht bringen. Kannst dir einfach nicht bringen. So. Und dann, ja, so yo dudes mäßig ist er da reingesetzt. Ne? Und dann dachte ich mir, ja komm, gehst du in die Kabine. Und dann bin ich in die Herrenkabine gegangen und wollte da mein Video aufnehmen. Und dann habe ich da aber einfach keinen Ort gefunden, wo ich meine Kamera aufstellen konnte. Also ich hatte ja nur mein Handy dabei, ich hatte ja nicht geplant, das Video aufzunehmen. Und ich habe einfach keinen passenden Spot gefunden, wo ich mein Handy jetzt hinstellen kann. So, muss jetzt dieser Weirdo da trainieren, nachts, Samstag um 12? So, und dann dachte ich mir so, okay, warte mal, es ist Mitternacht. Da ist nichts mehr los im Gym. Dann bin ich mal kurz, richtig Snowpirat, exakt das! Dann bin ich mal kurz in die Damenkabine gesteppt. Und dachte ich mir, ich guck mich da mal um. Und die Damenkabine hat einen ganz anderen Aufbau als die Männerkabine. Also die ist nicht gespiegelt, das ist nicht zweimal die gleiche Kabine. Sondern das ist tatsächlich ein ganz anderer Aufbau gewesen, andere Schränke und so weiter. Und da habe ich dann einen Ort gefunden, wo ich mein Handy aufstellen konnte. Und dann habe ich einfach in der Damenkabine dieses Video recorded. Ne, nachts um Mitternacht Bratfisch macht man nicht mehr so viel Buba. Ja, und so habe ich dann dieses Streamer-Video tatsächlich nachts um, ich glaube, 12:30 oder so in der Damenkabine aufgenommen. Und das war ja das erste Video, was ich mit Untertitel gemacht habe. Weil ich habe beim Schneiden dieses Videos, ich meine, viel wird ja nicht geschnitten, aber ich habe beim Schneiden dieses Videos die Untertitelfunktion tatsächlich von Adobe entdeckt und wollte die mal ausprobieren. Weil ich finde immer gerade bei so Videos, wo es wirklich um das Gesagte geht, und wo es wirklich rein um den Inhalt geht und nicht darum, dass das Video irgendwie optisch krass ansprechend ist, finde ich es immer ganz angenehm nochmal, wenn du Untertitel dabei hast, dass du auch quasi einfach alles, dass du alles verstehst. Und dann habe ich, ich musste noch ein bisschen nachkorrigieren, Impi. Also, das ist nicht so straight aus dem Programm gekommen. Ich musste noch mal ein bisschen was nacheditieren.
Aber war dann gut, aber auf jeden Fall war ich dann tatsächlich noch bis 2 Uhr, glaube ich, wach und dann habe ich das einfach hochgeladen. Imagine, man will einfach nachts trainieren und dann kommt Hübi Glubsch und Finn Dreamer. Für das optisch Ansprechende hast eh du gesorgt. Bruder, lass dich umarmen, Mann. Lass dich umarmen. Du bist zu lieb, Bruder. Du bist zu lieb. Ja, nee. Also ja, das war wirklich die Story zu dem Video. Aber ich bin sehr zufrieden damit.